Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerlumt. Heute brauchen wir unsere ganzen blöden Restbänder auf. Wer kennt das nicht? Ihr habt tausende von vielen bunten Bändern. Und ich habe mir dazu einfach was ausgedacht. Und zwar solche kleinen niedlichen Nagellackmützen. Genau. Und entweder ihr hängt Deko dran, was ich jetzt aber auch schon probiert habe, ist, ihr könnt das Gummi auch nehmen und könnt die einfach irgendwo hinhängen. Die fallen nicht raus und nichts. Und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man die auch irgendwo hinhängen kann. Und so habt ihr zwei dekorative Sachen mit einmal. Also entweder ihr macht halt Deko dran, Blümchen, was weiß ich, Buchstaben. Oder ihr macht euch halt über eure Lieblingslacke diese kleinen Nagellackmützen. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt. Also ihr könnt die natürlich auch einfarbig machen, das liegt natürlich ganz daran, wie ihr Lust und Laune habt, aber ich wollte halt einfach meine ganzen blöden, bunten Gummis aufbrauchen. Und ja, los geht's. Also wir fangen an, gleich ganz vorne, weil wir brauchen nur so eine kleine Ecke. Hier über die ersten zwei Pins achten zu spannen. Dann nach oben und jetzt eine 8 über die oberste Reihe und nochmal. So. Dann gehen wir wieder in die Mitte und wieder nach oben. So, danach bespannen wir einfach die Pins normal mit den Gummis, also nicht über Kreuz. Das machen wir jetzt auch wieder einmal Reihe rum. So, habt unten die überkreuzten und oben drüber die normal gespannten Gummis. Und jetzt nehmen wir uns von unten einfach immer die zwei Gummis und legen die oben drüber. So, das wäre die erste Reihe. Beziehungsweise das ist der Rand der Flasche. Jetzt fangen wir an, das Ganze einfach wieder normal zu bespannen und das macht ihr 10 Runden lang. Bin jetzt bei Runde 5 und wollte nur noch mal kurz erwähnen, dass es wichtig ist, dass ihr die Gummis immer schön runterdrückt, sonst verschiebt sich das, sonst fliegen die so schnell über die Pins oben drüber. Und ja, jetzt heißt es nach 5 Reihen nochmal 5 Reihen. Und dann sehen wir uns am Ende wieder. So, ich habe jetzt Runde 10 beendet. Jetzt geht es eigentlich ganz einfach. Ihr geht in den Pin rein und nehmt euch die ganzen Gummis raus. Reihe für Reihe. Schön aufpassen, dass nichts runterrutscht. Das könnte mal rumdrehen. So. Nun nehmt ihr euch einfach noch ein einzelnes Gummi. Spannt das so auf den Finger.
dreht die Nadel rum, zieht richtig schön dran und dann fahrt ihr durch die ganzen einzelnen Gummis durch. Wenn ihr es richtig gespannt habt, dann passiert auch nichts. Jetzt zieht ihr hier eine Schlaufe durch, zieht das fest und fertig. Ihr könnt das jetzt natürlich von innen noch reinziehen, das Gummi. Jetzt macht ihr das einfach auf euren Nagellack und fertig. Ihr könnt den aufdrehen und zudrehen, das funktioniert alles. Und ihr könnt ihn jetzt auch schön aufhängen. Oder ihr hängt einfach kleine süße Deko-Sachen drin, wie die Erdbeeren. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und viel Spaß beim Nachmachen.